Was fällt dir ein, wenn du an Flüchtlinge denkst? Ich denke an Personen, die aus ihrem Land geflohen sind wegen Krieg oder Unterdrückung. I think refugees are human beings like us, but they have been in problems, maybe in their countries, and they are forced to come to other countries to take refuge. That's why they are called refugees. Mit Flüchtlingen verbinde ich den Krieg, der in dem Land herrscht, von dem sie fliehen mussten. There are people who got particular and very sensitive problems. They are very unique in their own aspects, and there are people who should be handled with care. Welchen Problemen begegnen Flüchtlinge in ihrem Land, auf ihrer Flucht und im neuen Land? Die Probleme im Heimatland sind, dass sie all ihre Sachen zurücklassen müssen und meistens auch die Familien und Freunde. Auf der Flucht, dass es meistens Platzmangel gibt und auch viele ertrinken im Meer. Mostly they face discrimination. They get discriminated because of their certain limitations. Woher kommen die Flüchtlinge aus deinem Land und warum haben sie sich auf die Flucht begeben? Der Großteil kommt, glaube ich, aus Syrien und Libyen. They came from Somalia. Hauptsächlich Syrien. Und wieso? Ja, durch Krieg, durch Bürgerkriege, durch ganz viel Gewalt. Und Konditionen herrschen für Flüchtlinge in deinem Land. Wie werden sie behandelt? Es ist ganz unterschiedlich. Viele Leute heißen sie halt willkommen, aber es gibt auch Leute, die sie ausgrenzen und beleidigen oder halt unfair behandeln, weil sie halt woanders herkommen. Maybe they get sick. They don't have someone to take care of them. Ich würde halt aber sagen schon, dass so vom Staat erstmal geflüchtete Menschen auf eine Art wie Gäste behandelt werden, aber halt so eine, ja, ein bisschen eher wie ungewollte Gäste sozusagen. Viele bekommen keine Wohnung oder eine Arbeit und müssen erst drum kämpfen. Oh, there is harassment, social harassment, by the specifically with the local authorities. It's very tough as a refugee to be understood by the local authorities. Sometimes you're found without your papers out there. And it becomes a little bit tough for you to explain yourself, to express yourself. Wenn du die Chance hättest, wie würdest du Flüchtlingen in deinem Land helfen? Also ich denke, das Wichtigste für mich wäre erstmal, sie vor dem Rassismus zu bewahren. I'll make their lives better there, maybe better sanitation, better hygiene and better living conditions in the camps. Ich würde ihnen helfen, eine bessere Unterkunft zu geben und dass alle eine Unterkunft haben und ihnen bessere Jobs zu verschaffen. Like give them basic needs that they require, like the shelter, clothing and food and more so education. Wie betrifft dich die aktuelle Flüchtlingssituation persönlich? Also ich denke, vor allem betrifft sie mich persönlich dadurch, dass sie mich sozusagen berührt. Kaum. Also ich kann mich da ganz gut raushalten. Beziehungsweise jeder kann sich da ganz gut raushalten, aber das ist, glaube ich, nicht so gut oder nicht so ratsam. Aber sonst muss man auch sagen, es ist nicht so, dass man im Alltag so vielen Flüchtlingen begegnet. Also bei mir auf jeden Fall nicht. I'm saddened by the situations of the refugees, because I put the situation in my shoes, like, what if it was me? What if I'm being in that situation? So we have the largest camp of refugee in Dadaab. So the population is increasing, and if the population increasing, that makes the living standard to go down. So wie behandelt die lokale Bevölkerung Flüchtlinge und was denkst du darüber? Also ich finde es echt schön, wie viele Menschen einfach brauchbare Sachen für die Flüchtlinge an vielen verschiedenen Stationen abgeben. Most of the people treat the refugees without care. They think that they are not so important to our countries. Es gibt auf jeden Fall Bürger und Bürgerinnen, die das nicht willkommen heißen, dass so viele Flüchtlinge herkommen. Aber ich glaube, besonders in Bremen, der Großteil ist schon dafür, dass die Flüchtlinge sich hier ansiedeln und dass die auch herkommen, um hier zu wohnen und zu bleiben. As Kenyans, we are very, very welcoming people, and I could say it's so, because we are busy people, but we do have a culture of embracing people into our own communities, and we do not have a problem with them, as you can see.
Wenn beispielsweise ein Krieg in deinem Land ausbrechen würde und du fliehen müsstest, wohin würdest du fliehen und wie würdest du mit der Situation umgehen? Also ich würde in ein Land fliehen, bei dem ich wüsste, dass ich dort willkommen aufgenommen werden würde. Aber ich wäre ja außerdem noch total fertig, weil ich ja mein Heimatland wegen eines Krieges hätte verlassen müssen. I better die in my country. I won't run away. Okay. Because when I run away, I leave my offspring behind and will be separated forever. Maybe I reach a point, I'm killed. So let me die in my area. When I'll be buried in my area. Aber ich würde nach der Österreich, Schweiz gehen, weil die halt da unsere Sprache sprechen. I would move to Tanzania because it's the closest and it's secure. I would wait for my country to become a stable place for me to come back to. I will come back to Kenya. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, mit meiner Familie zu fliehen oder mit Freunden, Familie. Und in welches Land wüsste ich jetzt nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich glaube, ich weiß nicht, wie man mit so einer Situation umgeht. Ich kann das nicht sagen. Ich habe es nicht erlebt und ich weiß nicht, was man in dem Moment macht. I'll be pessimistic and the country I will go to, the place I'll go to, let's say I'll just go to the nearest, to the neighboring country, because that is the nearest place I can go. And also, because I think it might be safer for me to be in that country too, and seek help from anyone that I may find, so that I can get my, so that I can be safe wherever I may be. Yeah. Imagine you are a refugee. How would you wish to be treated in the foreign country? I wish to be treated fairly. For example, those people I met in those new countries, they give me shelter, food, water, so that I can survive. Ich würde mir wünschen, dass sie mich gut aufnehmen und mich wie jemanden aus ihrem eigenen Land behandeln würden. Ich würde mir offene und hilfsbereite Menschen wünschen. Im Allgemeinen, was denkst du, sind die Gründe für die jetzige Flüchtlingssituation? Ich glaube, dass es im Moment so läuft, weil einfach so viele Menschen vor Krieg und Unterdrückung fliehen, dass einfach niemand weiß, wie man damit umgehen soll. Ja, ich glaube, hauptsächlich ist Krieg, Hunger oder Armut. Governments or countries which have an instable government, countries which don't care about their citizens, countries that generally don't look at the human rights of their citizens. Ich glaube, das sind ein Haufen Gründe. Für die westliche Welt auch nicht ganz unverantwortlich ist. Also das fängt an mit Waffenexporten aus Europa, über irgendwelche Landgrabbing-Aktionen, wo man Menschen irgendwie die Möglichkeit verwehrt, ihr eigenes Land zu nutzen. Wenn man sich anguckt, was die USA und die NATO im Iran gemacht haben, wie viele Präsidenten ausgetauscht. Was sollte deiner Meinung nach die Regierung tun, um die Flüchtlingskrise zu lösen? Also sie sollte auf jeden Fall nicht die Flüchtlinge abstoßen und sagen, nee, wir wollen jetzt keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Mehr Geld zur Verfügung stellen, beziehungsweise die Leute so integrieren, dass sie wirklich integriert sind. Nicht, wie gesagt, schon in Hochhäuser stecken alle zusammen, sondern dort vereinzelt in den Wohnbereichen, wo es freie Wohnungen gibt, reinstecken, damit sie sich mit den Menschen, die dort leben, bekannt machen können und verstehen, wie die Leute hier leben und sich halt integrieren können. Let them empower the refugees to show them love, so that they can be proud of their country, knowing that they have a chance to go back to their country. Also meiner Meinung nach sollten sie halt vor Ort eingreifen und erstmal Waffenstillstand einfordern, so dass nicht noch mehr Leute halt aus den Ländern fliehen müssen. Ich finde einfach, dass man reden müsste und sagen müsste, dass wir die ganze Welt eine Gemeinschaft ist und wir alle Menschen sind, die gleichberechtigt werden sollten.